Okay. Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille, die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. »Komm, Kind, iss nur«, und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. Okay. Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Aha. Gib, was uns zusteht. Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Da. Tolle Schaudergeschichte. Sie schläft. Böse, böse, böse. Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Plötzlich kannst du einfach paranoid. An alles ich erinnern, du dumme Sau. Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen. Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich verstehe es ja. Die Rose. Umsehen. Hast du was gesagt? Nichts. Ich bringe sie ins Bett. Wo ist das Bett? Da hinten raus wahrscheinlich. Die Verarsche, oder? Hat ewig gedauert. Ich hab's ja gesagt. Dieses Buch ist noch nichts für dich. Gib Gas. Ist das überhaupt das Kinderzimmer? Okay, das ist so nicht das Kinderzimmer. Okay. Eine strikte Deine Lied. Mama und ich lieben dieses Lied. Hm.
weiter. Fast da, meine Kleine. Fast da? Okay, sehr gut. Das sagt mir sogar, wo das Zimmer ist. Ah, okay, da ist das Zimmer. Leg sie rein, leg sie rein. Da wären wir, Süße. Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. Genau. Die bösen Monster. Duschneige? Na. Und wo ist sie jetzt? Da hinten hängt sie rum. Also da ist auch noch ein Tier. Okay. Schläft sie? Ja, sie schläft wie ein Baby. Ah. Riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Hey, Finger weg. Das ist Chorba de Legume, ein regionales Gericht. Wow, ja, du lebst dich richtig gut ein, hm? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Ja, natürlich. Ja. Er ist schuld. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja... Das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du, ich, Rose, jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Mia, runter! Ups. Mia! Wenn sie noch so dumm ist und nicht einmal sich bewegen will. Mia, oh Gott! Chris, was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum? Ups. Chris? Böser, böser Chris. Los, Bewegung! Sauber. Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Voll aufs Maul, Alter. Voll auf die Nuss. Schafft ihn hier raus. Voll auf die Fresse. Calling. Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Böse, böse Rose. Positiv. Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mia, mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um uns? Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Mist. Die Arbeit. Da muss ich rangehen. Dummer Bitch. Hätte ich bloß die Anregungen. Huh? My little angel.
Schaut das super aus, was da gerade übrig geblieben ist, oder? Wer braucht Zeit? Wie ist Ihr Status? Ja, Status. Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Telefon kaputt. Oh, fuck. Scheiß. iPhone. Scheiße, was ist passiert? So, schauen wir mal, ob ich irgendwas da mitnehmen kann. So, Missionsziele, Ziel eliminieren, Leiche sicherstellen, Bergung von Rosemary und Ethan Winters, Überführung von Rosemary und Ethan Winters zu Standard C für weitere Untersuchungen, mindestens 2 Offiziere als Begleitung. Okay, das hat sich somit erledigt, das ist nicht mehr zu gebrauchen, okay. Und ist da drin noch irgendwas zu gebrauchen? Schaut nicht so aus, gell? Schaut nicht so aus. Wie schaut es aus da? Sind wir hier da von der Straße abgekommen, oder? Wie schaut es aus? Aber wieso gehen da Spuren nach oben? Oder irritiert das? Nein, es sind tatsächlich Spuren. Hier haben wir doch die Spuren, die Spuren, die Spuren. Hallo? Ist jemand da? Do not enter, na toll. Ethan, du lernst es einfach nicht, gell? Do not enter heißt do not enter. Go home heißt go home. Da haben wir Blut. Toter Vogel. Ein toter Vogel mit Eingeweide. Da liegen überall tote Vögel. Schaut super aus, oder? Dort ein toter Vogel, da ein toter Vogel. Go, go, go. Oha. Tote Schweine, schau. Da ist ein Tier. Da ist eine Tür. Da sind wir da drin. Nix. Okay. Da haben wir Wasserhahn. Oh, oh.
So, da geht da eine Blutspur rein. Da, Ethan, jetzt hast du schon so viel Scheiße gemacht. Und dann wirst du da noch ins Ding runterklettern. Ich verstehe dich nicht. Junge, ich verstehe dich nicht. Und dann gehen wir nach unten. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Was haben wir da? Mach auf. Und da drin. Kann ich einen Besenstiel mitnehmen? Irgendwas. Jetzt wieder aufgehen oder wie? Na super. Aber bevor ich da rausgehe,